Ganz herzlichen Dank, Carmen Herzog, auch nochmal für die wunderbare Begleitung dieses gesamten Tages. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen zurück aus der Pause. Wir warten noch auf den letzten Gast, Ricarda Lang, die nur ein paar Minuten zu spät ist, aber dann hier auch noch auf meiner linken Seite Platz nehmen wird. Ich freue mich, dieses Abschlusspanel moderieren zu dürfen, zur Rolle und zur Bedeutung, aber vielleicht auch zu den Grenzen demokratischer Bündnisse. Demokratie lebt vom Kompromiss. Und damit Dinge vorankommen, damit die Probleme unserer Zeit demokratisch gelöst werden können, alleine schon dafür braucht es ja immer wieder Bündnisse, die Ergebnisse aushandeln und dann auch gemeinsam vermitteln und tragen. Demokratische Bündnisse braucht es auch für eine Verständigung über unsere gemeinsamen Werte, Grundlagen und Normen als demokratische Gesellschaft und zur Verteidigung gegen antidemokratische Entwicklungen und Bedrohungslagen. Gleichzeitig, wenn wir jetzt über Bündnisse sprechen, da habe ich vorher natürlich drüber nachgedacht, ist ja Demokratie auch keine Wohlfühlveranstaltung. Es ist ja auch nicht so, dass sich Demokratie lebt vom Streit, von der offenen Auseinandersetzung, von der Aushandlung, ja, die ja nicht immer mit Bündnissen unbedingt kompatibel ist. Und darüber, wo da dann auch die Grenzen sind, wollen wir heute jetzt auch ein bisschen sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir 3, bald 4 hervorragende Gäste für die Diskussion haben. Ich begrüße ganz herzlich hier außen sitzend Ruprecht Polenz, vielen von Ihnen bekannt. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Er ist ehemaliger, langjähriger Bundestagsabgeordneter der CDU, war auch mal CDU-Generalsekretär. Er ist heute eine besonders öffentliche, aktive Stimme für die Demokratie. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Polenz. Ich begrüße neben Herrn Polenz Frau Dr. Devrimsel Deniz Nergis. Sie ist Geschäftsführerin des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats, war auch schon in einem der Foren, einige werden Sie schon erlebt haben jetzt in der Vorstunde. Und Frau Nergis hat auch einen umfassenden wissenschaftlichen Hintergrund mit dem Schwerpunkt auf Migrations- und Integrationsforschung, eine ganz wichtige Perspektive heute hier einzubringen. Herzlich willkommen, Frau Nergis. Dann freue ich mich, Jürgen Kerner begrüßen zu dürfen. Herr Kerner ist 2. Vorsitzender der IG Metall. Ich muss es nochmal betonen, die IG Metall, die größte freie Gewerkschaft der Welt. Und diesen Job als 2. Vorsitzender hat Herr Kerner seit Oktober diesen Jahres. Insofern möchte ich auch nochmal in diesem Rahmen herzlichen Glückwunsch sagen zu der Rolle. Herr Kerner hat davor schon etliche Funktionen bei der IG Metall inne gehabt, war auch bei der Siemens AG zuvor, kommt aus Augsburg. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Und ich mache das jetzt mal in absentium sozusagen, trotzdem schon Ricarda Lang hier virtuell sozusagen zu begrüßen. Ich denke Ihnen allen wohlbekannt, gerade auch in Kreise der Heinrich-Böll-Stiftung als Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Einsteigen möchte ich aber nochmal mit einer Analyse der aktuellen Lage. In einer repräsentativen Befragung der Friedrich-Ebert-Stiftung aus diesem Jahr haben 84% der Befragten gesagt, dass es zukünftigen Generationen in Deutschland schlechter gehen wird als heute. Es gab eine andere Umfrage aus diesem Jahr, der Körber-Stiftung vom August. Da haben 21% der Befragten gesagt, dass sie großes Vertrauen in den Bundestag und auch in die Bundesregierung haben. In politische Parteien hatten großes Vertrauen 9% in dieser Körberstudie. Ich denke, das sind auf jeden Fall bedenkliche Zahlen, auch Trends, wenn man sie vergleicht mit ähnlichen Umfragen der letzten Jahre. Und daher in der ersten Runde würde ich gerne mit unseren Gästen diskutieren, warum das Vertrauen in demokratische Institutionen eigentlich so gesunken ist. Warum die liberale Demokratie derart unter Druck steht. Oder Lukas Beckmann hat heute Morgen gesagt, die demokratische Politik ist es letztlich, die unter Druck steht. Und möchte da mit Ihnen, Herrn Polenz, gerne anfangen. Sie waren ja sehr lange schon in der Politik aktiv und können auch Vergleiche durchaus zu anderen Zeiten ziehen. Wie steht es aus Ihrer Sicht um das Vertrauen in die Demokratie? Und was sind Ursachen und Gründe für die aktuelle Lage? Ja, Entschuldigung. Erstmal vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ich will noch 2, 3 kurze Zahlen ergänzen zu dem Einstiegsbefund. 25% der Bevölkerung glauben, Politik werde von geheimen Mächten gemacht.
20% sind der Meinung, die Massenmedien belügen uns systematisch. 25% sind mit dem Funktionieren der Demokratie auf Bundesebene unzufrieden. Und fast ein Drittel der Deutschen glaubt, in einer Scheindemokratie zu leben. Und wer im Netz etwas unterwegs ist, kriegt das ja immer wieder mit dem Stichwort der Corona-Diktatur mit, wie man da tickt. Das sind, finde ich, schon ziemlich alarmierende Befunde, weil ja auch für die Demokratie als eine vorgestellte, eine geglaubte Ordnung gilt. Wenn man an sie nicht mehr glaubt, ist sie kaputt. Das ist dann wie beim Geld, wenn wir nicht mehr dran glauben, dass wir für diesen roten Zettel im Portemonnaie nachher uns eine Cola kaufen können oder was auch immer, dann ist diese Finanzordnung, auf die wir vertrauen, und ich, keine Angst, Sie werden das Geld für die Cola so auch ausgeben können, aber wir hatten schon mal andere Zeiten. Vor 100 Jahren kriegten Sie ein Brot für 5 Milliarden Reichsmark. Da war der Glaube an das Geld vorbei. Und wenn der Glaube, oder an die Finanzordnung, und wenn der Glaube an die Demokratie vorbei ist, ist die Demokratie vorbei. Und wir stehen in einem Systemwettbewerb, deshalb gehört zu dem Befund als Einstieg sicherlich auch noch dazu, dass wir hier auch nicht allein auf dem Spielfeld sind, Deutschland als Insel, sondern dass es eben Interessen etwa von China, von Russland gibt, westliche Demokratien auch im Kern zu zersetzen und zu zerstören. Und die bedienen sich der Mechanismen, die eben beispielsweise diese Verschwörungsmythen auch speisen und nähern. So, das vielleicht als Vorspann. Das Zweite, wir wissen alle, warum Demokratie so lebenswichtig ist. In der Evolution sind immer diejenigen übrig geblieben, die sich anpassen konnten. Und Demokratie ist die Gesellschaftsform, die gesellschaftliche Verfassung, die Lernfähigkeit am besten organisiert. Durch Pressefreiheit, durch Kritik, durch regelmäßige Wahlen etc. etc. Also Sie können sich im Grunde alle demokratischen Institutionen und ihre Wirkungsweise als Instrumente gesellschaftlicher Lernfähigkeit vorstellen. Deshalb können wir, und das ist erstmal die positive Nachricht am Ende dieses Einstiegs, wir können mit guter Zuversicht in die Zukunft schauen, was unser demokratisches Instrumentarium angeht, wenn wir es denn schaffen, das Vertrauen in Institutionen zu erhalten. Das ist entscheidend. Und ob das früher einfacher war oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bei der kurzen Demokratieerfahrung Weimarer Republik das nach 1945 nicht so einfach war. Und ich glaube auch, dass es, sagen wir mal, 1989 in Ostdeutschland nach eben noch länger zurückliegender Demokratieerfahrung auch nicht ganz so einfach war. Und dass wir einen Teil der Probleme, die wir heute in Deutschland insgesamt haben, auch noch deshalb haben, weil bestimmte Erwartungen an Demokratie, insbesondere in Ostdeutschland, sehr eng auch mit ökonomischen Entwicklungen verbunden waren, die sich dann vielleicht nicht so erfüllt haben, wie man sich das gedacht hat. Großbritannien käme kein Mensch auf die Idee, die Demokratie in Frage zu stellen, nur weil es wirtschaftlich bergab geht. Vielen Dank, Herr Polenz. Sie haben auf den Wert von Vertrauen und Glauben in die Demokratie, das haben Sie nochmal herausgestellt. Frau Nergis, wie erleben Sie das? Ich glaube, einige Stichpunkte sind hier schon gefallen, aber wo wir, glaube ich, sehr die Demokratie unter Druck sehen, ist diese Unzufriedenheit, die vor allem dadurch stammt, dass hier die Demokratie in seinen Basisformen diesen Gleichheitsversprechen hat. Gleichheitsversprechen, dass man theoretisch alle Möglichkeiten hat, diese Chancen hat, da ranzukommen. Gleichzeitig, ach, da kommt unsere nächste Mitsprecherin, dass wir diese unbegrenzten Möglichkeiten haben, es zu schaffen, gleichzeitig aber damit konfrontiert sind, dass sich die Chancenungerechtigkeit immer mehr vergrößert. Herzlich willkommen. Dankeschön. Entschuldigung, tut mir sehr leid. Wir nehmen den Moment noch mal.
Genau, wir sehen eine sich immer mehr öffnende Schere an Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Und das ist vor allem in der politischen Repräsentation der Fall, wo wir sie sehen und wodurch dann auch sehr viele Ungleichheiten zur Verfügung kommen. Wir haben auch nicht mehr dieses Verständnis, dass es ja jedem möglich sein wird. Wir gehen einfach davon, die es nicht geschafft haben, haben es einfach nicht deswegen geschafft, weil sie nicht fähig dazu waren. Und dass es ihnen dieses Recht gar nicht zur Verfügung steht. Und das ist sogar statistisch und wissenschaftlich belegt, dass auch eine der Studien des DITSIMS im Rassismusmonitor 28% der Befragten sagen, dass es ja total legitim ist, dass nicht jeder vertreten ist oder dass jeder an den Machtpositionen sitzen darf. Und genau an diesem Knackpunkt haben wir, glaube ich, auch das Vertrauen, aber auch die Verlässlichkeit der Demokratie verlassen und begeben uns in einem Raum, in dem wir Demokratie nicht mehr so verstehen können, wie sie in der Schule gelehrt wird, aber leider auf der Straße nicht mehr erlebt. Vielen Dank. Das möchte ich gerne auch den Befund an Jürgen Kerner weiterleiten in der Frage. Sie haben ja viel mit Beschäftigten zu tun, mit Menschen, die angestellt sind und deren Hoffnungen, aber wahrscheinlich auch Zukunftsängsten und Sorgen, ja, und der Frage, inwieweit dieses Versprechen auch dort eingelöst wird. Wie ist Ihr Erleben innerhalb der IG Metall, aber natürlich auch darüber hinaus? Ich glaube, dass wir momentan eine Situation haben, wo viele Beschäftigte Angst und Wut im Bauch haben, weil sie das Gefühl haben, dass sie zwar in der Mitte der Gesellschaft eigentlich sind, also wenn ich jetzt unsere Beschäftigten nehme, ja, und dass sie sich eigentlich mit auf den Weg machen wollen für eine klimagerechte und klimaneutrale Gesellschaft und auch Industrie, aber den gemeinsamen Konsens der Parteien vermissen. Ja? Ich will das mal an zwei Beispielen deutlich machen. Wenn wir diskutieren, es kann nicht mehr Wohlstand geben, dann passt es für meine Beschäftigten bei Siemens, bei BMW, beim Daimler, da passt es. Da kann man das auch mit denen gut diskutieren. Wir haben aber über 1 Million Menschen in diesem Land, die arbeiten und sie brauchen zusätzlich Arbeitslosengeld 2. Wir haben ganz viele Menschen im Niedriglohnsektor, für die ist so eine Aussage, es gibt keine Verbesserung, ist für die eigentlich Hohn. Ja? Und da, glaube ich, müssen wir differenzierter argumentieren. Das andere Beispiel ist, wenn Sie Beschäftigte in der energieintensiven Industrie auf den Weg machen und sagen, wir kämpfen dafür, dass wir zukünftig klimaneutral produzieren wollen. Also wir wissen, wir sind heute die großen CO2-Verursacher, zum Beispiel Stahl. Wir wollen aber klimaneutralen grünen Stahl produzieren. Und dann gibt es plötzlich eine Debatte in der Politik, ja, wir können doch auf diese Industrien verzichten. Ja? Das empfinden diese Menschen als Schlag ins Gesicht, weil sie sagen, wir wollen doch gar nicht bewahren, wir wollen umbauen, wir wollen klimaneutral produzieren. Und plötzlich kriegen wir eine Debatte mit, also eigentlich brauchen wir euch gar nicht, wir können auf die Industrie verzichten. Ja? Und Industriearbeitsplätze sind in der Regel gut bezahlte Arbeitsplätze, sind sichere Arbeitsplätze mit Mitbestimmung, mit einer hohen Qualität. Und wenn dann so eine Debatte kommt, also eigentlich brauchen wir euch nicht mehr, es geht auch ohne, dann empfinden die Menschen das als verletzend. Und da entsteht Wut und Angst. Und jetzt weiß jeder, dass wir in der Demokratie auch von unterschiedlichen Positionen leben. Aber so gerade bei dieser großen Veränderung, so einen gemeinsamen Konsens der demokratischen Parteien zu sagen, wir wollen diesen Umbau und wir wollen keinen Abbau, das würde Menschen abholen. Aber wenn dann unterschwellig immer mitschwingt, wir können euch ja abbauen, dann entsteht Angst und Wut. Und wie gesagt, der andere Punkt ist, bei den vielen Menschen, die arbeiten und von dem Geld nicht leben können, entsteht auch Wut, wenn wir sagen, uns geht es eigentlich so gut, wir brauchen nicht mehr. Das passt für uns, das passt für große Teile der Gesellschaft, aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wie viele Menschen quasi arbeiten, über 1 Million, und sie können von dem Geld nicht leben. Und das ist, finde ich, eh schon eine grenzwertige Situation, dass man von Arbeit nicht mehr leben kann. Ja. Vielen Dank, Herr Kerner. Ricarda Lang, ich würde einerseits natürlich diese Frage gerne weiterspielen. Wie vereinbaren wir die sozial-ökologische Transformation, gerade auch aus grüner Perspektive, mit der Frage der demokratischen Stabilität und solchen Sorgen und Ängsten, die natürlich damit einhergehen? Ich würde aber noch eine zweite Frage gerne anschließen. Und zwar, wir haben heute auch im Laufe des Tages über unterschiedliche krisenhaften Phänomene unserer Zeit gesprochen. Ja? Und den Eindruck mancher Menschen, dass wir von einer Krise in die nächste taumeln und dann noch Polykrise und alles überlagert sich und dann noch Demokratiekrise, demografische Krise, Kriege und Konflikte. Und meine Frage an der Stelle ist auch, wie kann demokratische Politik funktionieren in so einer Art dauerhaften Krisenmodus? Ist das überhaupt möglich? Und wie kann demokratische Politik gerade in solchen Zeiten
Orientierung vermitteln und Zuversicht auch vermitteln, dass die Zukunft demokratisch gestaltbar ist? Ja, große, große Fragen. Erstmal riesige Entschuldigung für meine Verspätung, auch gerade an die anderen Mitdiskutantinnen. Das tut mir furchtbar leid. Der Verkehr in Berlin ist manchmal auch eine Krise, auf jeden Fall. Heute war es so. Aber ich freue mich sehr, jetzt hier zu sein. Ich habe drei Gedanken. Ich versuche trotzdem einigermaßen auf den Punkt zu kommen. Aber weil ich jetzt gerade die Debatten, die ich nur in Teilen jetzt mitbekommen habe, wo ich reingekommen bin, aber unglaublich spannend fand. Und zwar der erste ist, weil ich glaube, vor 4 Tagen auf einem Podium saß, wo wir genau diese Debatte hatten, über die Transformation. Ich muss sagen, dass ich eigentlich diesen Begriff der Transformation überhaupt nicht mag, weil er, glaube ich, unglaublich abstrakt ist, für viele Leute ganz weit weg klingt und auch für viele Leute immer nach so einem Selbstzweck. Also das will irgendjemand von mir. Die Grünen wollen die Transformation. Vielleicht will es auch noch mein Arbeitgeber, aber dass es am Ende eigentlich darum geht, Jobs, Wohlstand, Sicherheit zu erhalten. Ne? All das geht, finde ich, in diesem Begriff gerne so ein bisschen unter. Aber wenn man jetzt mal den Begriff nimmt und sagt Transformation, und genau das Argument dort kam, naja, also viele Ökonomen sagen doch, man könnte eigentlich auch auf bestimmte Sparten hier verzichten, die sind effizienter, kostengünstiger in anderen Ländern und wir fokussieren uns hier auf das, wo wir besonders effizient sind. Und ich meine, erstens muss man sagen, dass diese Denke uns an vielen Stellen abhängig gemacht hat. Mit dem Begrund wurden damals auch Solarpanels und die Produktion davon nach China verlagert. Zehntausende Arbeitsplätze, die hier in Deutschland nicht verloren gegangen sind, sondern verloren gegangen wurden, also wirklich aktiv aus dem Land rausgedrängt wurden, wo wir jetzt eine massive Abhängigkeit von einem autoritären Regime wie China haben. Aber das vergisst auch, dass diese Frage von Modernisierung, Transformation, Klimaneutralität in der Wirtschaft, das ist keine Frage, die sich allein in Zahlen niederschreiben lässt, sondern da hängen Schicksale dran, da hängen Emotionen dran, da hängen Lebensbiografien und damit ja auch sowas wie Stolz dran. Und ich will ein anderes Beispiel dafür nennen. Im letzten Jahr hatten wir die Debatte über ein Gasembargo. Und auch da gab es manche, die relativ einfach gesagt haben, Gasembargo können wir machen, das sind nur 3-5% des Bruttoinlandsprodukts, die dann verloren gehen. Und das klingt erstmal so 3-5%, naja, das ist ja nicht so viel. Und dann schaut man sich an, was hinter diesen 3-5% stehen. Wiederum zehntausende Arbeitsplätze, deren Familien, deren Geschichten, deren Schicksale. Und ich glaube, das ist in dieser ganzen ökonomischen Frage, das zu verbinden, nicht zu kulturalisieren, wie es gerne im Kulturkampf gemacht wird, aber zu verbinden mit einer emotionalen Frage. Und ich finde, dann kommt man sehr schnell dahin, dass wir eben nicht einfach mal Sparten auslagern können, denn es würde uns abhängiger machen. Ich glaube, es würde uns aber auch weniger erfolgreich machen auf diesem Weg dorthin. Und das Zweite ist dieses Jahr eigentlich so ein bisschen, wie man sagen will, Versprechen der liberalen Moderne. Also du kannst alles schaffen, du kannst alles aus dir machen. Und wenn man ehrlich ist, ja an vielen Stellen gar nicht nur ein Versprechen, sondern auch ein Anspruch. Du sollst auch alles an dir machen, du sollst dich verwirklichen, du sollst mehr wollen, du sollst das Beste aus dir rausholen. Und wenn das uneingelöst bleibt, und ich glaube, es bleibt für viele uneingelöst, es bleibt uneingelöst auf den Ebenen, die Sie gerade angesprochen haben, wenn ich eben nicht dazugehöre oder immer wieder neu darum kämpfen muss, dazugehören. Und es bleibt uneingelöst, wenn wir immer noch der Bildungserfolg von Kindern in massivstem Maße in Deutschland deutlich mehr als in anderen europäischen Ländern vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Die können nicht einfach alles werden, was sie wollen, sondern an vielen Stellen kriegen sie Hürden in den Weg gestellt. Und ich glaube deshalb, dass diese Frage der sozialen Gerechtigkeit, ich sehe da auch einen Auftrag tatsächlich für die Ampel, dass wir besser werden müssen bei diesem Thema, eine unglaublich große Bedeutung hat in der Frage des Zutrauens in die Demokratie. Denn es war oft das Thema, was man ein bisschen zur Seite geschoben hat, weil es gab Dringlicheres, Krisenhafteres, Schnelleres. Das war irgendwie noch okay, aber auch damit hat man die Lebensrealität von sehr vielen Menschen an die Seite geschoben, die dann ein Gefühl haben von, ihr wollt immer von mir, aber ich kann doch gar nicht. Und dann das Vertrauen in das demokratische Zusammenleben, in die demokratischen Institutionen auch verlieren an dieser Stelle. Und der letzte, dritte Punkt, wenn wir uns überlegen, welche Art der Politik braucht es. Auch da Vertrauen. Und ich glaube, eigentlich braucht es eine Politik, die es schafft, Sicherheit zu geben, ohne das falsche Versprechen der Sicherheit durch den Status quo auszusprechen. Denn das ist ja gerade, was erleben. Viele Leute sehnen sich nach Stabilität, nach Sicherheit. Und ich kann das emotional auch wahnsinnig nachvollziehen. Selbst uns geht es ja so. Man denkt sich eine Krise nach der anderen und es geht immer weiter. Und da ist schnell der Schritt gegangen zu sagen, Sicherheit schaffen wir, indem doch wieder alles so bleibt. Wir machen ein bisschen langsam am Klimaschutz. Wir lassen euch mit Bio-Arten sterben. Das lassen wir jetzt mal ganz vorne vor. Da haben wir jetzt gar keine Zeit mehr dafür. Und das Problem ist ja, dass diese Politik das Gegenteil von Sicherheit bedeutet. Sie bedeutet Unsicherheit, sie bedeutet Krise. Also sie ist eigentlich ein Krisenbeschleuniger. Und ich glaube, wenn wir es hinbekommen wollen, wir reden über demokratische Bündnisse,
ist mir eine Sache aufgefallen in den letzten Monaten. Und zwar, dass ich mache nur den Gedanken, keine Angst, ganz häufig, wenn ich in Gesprächen war, die Leute sowohl den politischen Streit als auch den politischen Kompromiss sehr stark ablehnen. Also bei Streit heißt es ganz schnell, oh, die streiten immer nur da in Berlin. Wo man ja erstmal sagen muss, es gehört ja dazu, dass in der Politik, man geht am Sonntag an die Wahlurne, wählt unterschiedliche Parteien, weil sie unterschiedliche Programme haben. Das ist ja erstmal ein Teil einer lebendigen Demokratie. Wenn man dann aber einen Kompromiss schließt, ist es ganz schnell, ihr habt verraten, ihr habt alles aufgegeben, was ihr euch machen wolltet. Und ich glaube, dass auch das ist eine Gefahr, weil eine Demokratie vom Kompromiss lebt. Also nur der Populist kann den Kompromiss als solchen im Wesenskern ablehnen, weil er nicht lösen will, sondern Recht haben will. Und wenn wir beides, glaube ich, entgegentreten wollen, woher kommt das? Weil die Leute ganz stark das Gefühl haben, sowohl beim Kompromiss als auch beim Streit geht es um Gewinnen und Verlieren. Hat die FDP gewonnen? Hat der Scholz den Habeck ausgebotet oder dem Habeck, dem Lindner nochmal eins reingedrückt? Und die Leute haben das Gefühl, es geht nicht um mich, sondern es geht davon, wer sich abends was in sein Fleißheftchen fangen kann. Wenn man im Land unterwegs ist, fragt ja niemand, Frau Lang, ist es ein gelber Erfolg, ist es ein grüner Erfolg, ist es ein roter Erfolg? Die wollen wissen, was bedeutet es für mich? Macht es mein Leben besser oder macht es mein Leben schlechter? Und ich finde, das ist eine riesige Aufgabe, zu zeigen, weder beim Streit noch beim Kompromiss kommt es in der Politik auf das Gewinnen an, sondern das, was das Leben der Menschen besser macht. Vielen Dank. Ich würde gerne zu Herrn Polenz zurückkommen, dann an der Stelle und fragen, was ist Ihre Erfahrung? Bündnisorientierte Arbeit entlang beispielsweise Herausforderungen, wie Frau Lange es gerade geschildert hat, wird das aus Ihrer Sicht in der Politik geschätzt? Kann man damit erfolgreich sein? Und daran anschließend vielleicht auch noch, was ist überhaupt die Rolle und Bedeutung von diesen breiten demokratischen Bündnissen, von denen wir hier sprechen wollen, von denen auch sonst viel die Rede ist? Also es ist ja so, Parteien heißen so, weil das vom lateinischen Pars, der Teil kommt und jeder nimmt sozusagen in Anspruch, einen Teil der Gesellschaft zu vertreten. Wobei sich Volksparteien, als die sich meine CDU noch versteht, den Anspruch hat, eben keine Klientelpartei zu sein, sondern durchaus ein breiteres Spektrum von Interessen zu integrieren. Damit man als Partei seine Ziele durchsetzen kann, muss man nicht nur Wahlen gewinnen, sondern man braucht auch in der Gesellschaft Gruppen, die für die Ziele mitstreiten, die man als Partei voranbringen will. Das heißt, erstmal wird auf dieser Ebene Verwirklichung politischer Ziele jede Partei sich um die Bündnispartner besonders kümmern in der Gesellschaft, von denen sie programmatische Übereinstimmung und Unterstützung sich verspricht, weil eben sich die Landwirte jetzt hier oder die, was weiß ich was, die, das Gesundheitswesen dort oder besonders gut aufgenommen fühlt. Was mir fehlt ist, wir hatten mit den Kirchen, auch mit den Gewerkschaften, oft Foren, auf deren Plattform sich die politischen Parteien dann getroffen haben, um gemeinsam für eine übergreifende gesellschaftlich-politische Frage einzustehen. Also, ich sag mal, wenn es um wirklich Grundsätze der Demokratie geht oder jetzt aktuell die Frage, wie solidarisieren wir uns nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober auch mit den in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden. Da haben sich so Bündnisse gefunden. Ich fand das auch sehr gut. Aber ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass diejenigen, die vorher über ihren überparteilichen Anspruch hinaus, wir haben Einheitsgewerkschaften, wir haben Kirchen, wo jede Kirche auch weiß, die Kirchenmitglieder wählen unterschiedliche Parteien, aber in diesen Fragen hätten die früher Initiativen ergriffen. Wenn eine Partei in so einer Frage eine Initiative ergreift, ist sie gut beraten, das erstmal mit anderen zu besprechen, damit man gemeinsam an die Öffentlichkeit geht. Weil sonst sagen die anderen ja schon, ja, also jetzt auf eure Dinge, da setzen wir uns jetzt nicht drauf, da machen wir was Eigenes. Also deshalb fehlt mir jetzt im Vergleich auch zu früher die gesellschaftlich organisierte Plattform, die politischen Parteien an diesen Tisch bringt, auf den sie so ohne weiteres wegen ihrer Pars, also wegen ihrer ihres Teileinsatzes, natürlich für das Gemeinwohl alles klar, aber es ist halt trotzdem eine Zuordnung. Also meine Frage wäre vor allen Dingen jetzt auch an Sie, ob ich das in der Erinnerung noch so richtig habe,
von der Kirche haben wir jetzt, glaube ich, niemanden auf dem Podium, oder wie wir das Dilemma lösen können. Denn ich hatte ja in meinem Eingangsstatement gesagt, wir brauchen, glaube ich, dringend für bestimmte Grundsatzfragen unserer Demokratie einen übergreifenden, immer wieder auch verkündeten Konsens. Und was die Energie oder die anderen Fragen angeht, da wäre ich auch sehr daran interessiert, das, was Sie auch angesprochen haben, dass man dahin kommt zu sagen, das Ziel Klimaschutz, Pariser Ziele, das ist jetzt vor der Klammer, das wollen wir alle und wir streiten jetzt über die Wege. Dann hat sozusagen die Bevölkerung auch eine gewisse Ruhe, damit also nicht der Eindruck entsteht, wenn ich den einen folge, muss gar nichts passieren und das ist mir natürlich das Liebste. Wenn ich gefragt werde, du hast eine Krankheit, willst du operiert werden oder denkst du, dass die Pille reicht oder Tabletten reichen? Ja, wer entscheidet sich dann für eine Operation? Vielen Dank, weil Sie auch Frau Lang direkt angesprochen haben, würde ich an der Stelle gerne tatsächlich, Ricardo Lang, zu Ihnen kommen. Und dann aber, es gibt ja auch noch andere gesellschaftliche Stakeholder jenseits von Parteien, die nicht irrelevant in demokratischen Bündnissen sind, genau, auch noch weitergehen. Aber Ricarda Lang, bitte. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube tatsächlich, das mit dem Grundkonsens ist, wir hatten das ja zum Beispiel auch in einem Gastvertrag vorgeschlagen für das Thema Migration, eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Gar nicht im Sinne, dass man sich da auf jede einzelne Maßnahme wird einigen können. Das kann auch gar nicht das Ziel sein, aber bestimmte Grundannahmen sozusagen, einen Debattenraum, in dem man sich bewegt, auch mal gemeinsam zu beschreiben, vielleicht auch festzuschreiben, nicht schriftlich niedergeschrieben immer, aber dass man sozusagen einen Rahmen hat. Und ich glaube, bei Klimaschutz gilt das auch, weil wir sehen ja auch, was passiert, wenn das komplett verloren geht. Und das zeigt zum Beispiel der Blick in die USA. Ich meine, Bastian, du kennst dich da nochmal deutlich besser aus, als ich es tue. Aber das ist ja zum Beispiel in der Klimapolitik ganz eindeutig. Ich finde es eigentlich faszinierend, was dort mit dem Inflation Reduction Act gemacht wird. Also sehr stark das Thema Klimaschutz zu verbinden mit Wohlstand, mit sicheren Arbeitsplätzen, mit sauberer Infrastruktur. Man merkt aber, dass es doch auch sowas wie gesellschaftliche Tipping Points gibt. Das heißt, dass man bestimmte Leute, die davon aktiv profitieren würden, also die nicht mal nur nicht verzichten müssten, damit gar nicht mehr erreichen kann, weil man eine Debatte hat, die sich so sehr in das Ob und das Ob auch eigentlich als ein Kulturkampf und nicht mehr als eine politisch argumentative Debatte versteigert hat. Und das ist, glaube ich, eine total große Gefahr, die wir hier noch nicht erreicht haben in Deutschland. Das will ich auch sagen. Ich bin froh, in einem Land zu leben, wo das nicht der Fall ist, aber wo wir sehr sensibel sein sollten, wenn Bewegungen in diese Richtung gehen. Ich habe sie, wenn ich an eine Erding-Demo zum Beispiel denke, dieses Jahr immer wieder aufflammen sehen. Und da hilft, glaube ich, sowas wie auch ein demokratischer Grundkonsens. Und die Frage, ich glaube, bei den Gewerkschaften wirst du vor allem du es beantworten müssen, welche Rolle können da andere Organisationen nehmen? Aber durchaus, es gibt das immer wieder aufflammend. Bei Israel war es der Fall, dass wir natürlich auch schnell mit den Gewerkschaften, mit den Umweltverbänden, mit den verschiedenen Organisationen in den Kontakt gegangen sind, geschaut haben, was kann man machen. Was mich da tatsächlich sehr umtreibt, und darauf habe ich auch gar nicht die richtige, fertige Antwort, ist, dass natürlich in Zeiten, wo die Demokratie massiv unter Beschuss steht, solche Initiativen immer wichtiger werden, also einen gemeinsamen Aufruf hinzubekommen. Und gleichzeitig sind es ja welche, die meistens auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner beruhen, was etwas ist, was wichtig ist, aber oft nicht das, was vielleicht Hoffnung, Mobilisierung ausruft. Und das, wie wir das miteinander verbunden bekommen, wenn ich zum Beispiel jetzt auf das nächste Jahr schaue, wir eine Europawahl haben und ich fände es großartig, wenn man es hinbekommt, dass es einen gemeinsamen Aufruf vom BDI bis hin zu den Klimaaktivisten gibt, zu sagen, wählt nicht rechts und geht wählen, also wählt demokratisch. Das wäre, glaube ich, absolut notwendig. Die AfD ist nämlich auch ein Standortrisiko. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, wir haben eine große Anzahl von Nichtwählern in diesem Land. Bei Europa sind es tendenziell noch die meisten. Die werden wir nicht hinterm Ofen hervorrufen, nur mit einem geht gegen das Wählen, wählt nicht das, sondern natürlich mit einem positiven Bild, mit einem Angebot. Und wie wir das hinbekommen, diesen Konsens immer wieder herzustellen und sich nicht aber am Ende nur darauf zu bleiben, sondern dass jede Partei gleichzeitig noch ihre eigenen Bilder, ihre Vorschläge, auch ihre Visionen tatsächlich vorbringt, weil das brauchen wir auch, weil ich glaube, wenn es gerade an einer Sache auch fehlt in vielen politischen Debatten, ist es eine Form von Hoffnung. Und ich meine keine naive Hoffnung, aber eine Hoffnung, dass es nicht nur irgendwie das Schlimmste abgehalten werden kann, sondern wir eigentlich verdammt viel hinbekommen können. Vielen Dank. Worauf Sie beide ja auch sehr stark jetzt abgezielt haben, ist, Demokratie ist eben nicht nur Regelwerk, ja, und Institutionen.
Demokratie kann ohne gemeinsame Normen nicht bestehen. Ja, und die Frage dieser wirklich grundlegenden Normen. In der Situation, um nochmal an den Anfang zurückzukommen, wo 9% der Bevölkerung im Moment sagen, sie haben großes Vertrauen in politische Parteien, ist natürlich diese Frage überparteilicher Bündnisse auch noch keine hinreichende Antwort. Ne? Das wurde auch gerade schon angesprochen. Deswegen freue ich mich sehr, Frau Nagis, Sie vielleicht nochmal zu fragen, auch welche Rolle andere gesellschaftliche Akteure auch in dieser Frage der demokratischen Bündnisse, in denen wirklich Normen bekräftigt werden, haben können und was aber auch Solidarität in diesen Bündnissen dann bedeutet untereinander. Ja? Ich glaube, da müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen, was wir von der Solidarität verstehen, ob wir gerade in einer Gesellschaft leben, die total in verfeindete Lager zerbrochen ist. Das können wir leider nicht sagen, also zum Glück nicht sagen, nicht leider, sondern zum Glück im Moment zumindest nicht sagen. Was ich aber auch generell beobachte, ist, dass wir rund um den Krisen herum schon eine gesellschaftliche Spaltung über die Positionierung haben. Und bei dieser Spaltung geht es immer wieder darum, je Gruppen bedroht werden, dass es auf die anderen als eine Schuldzuweisung dann auch zurückgespielt wird und die Debatte um sie herum dann auch nochmal kontextualisiert wird. Ich werde das versuchen, ein bisschen plastischer darzustellen. Wir werden heute wahrscheinlich nicht in dem Raum das widersprechen, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Gleichzeitig sind wir aber, glaube ich, auch nicht an dem Punkt angekommen, dass, was es dann auch bedeutet, ein Einwanderungsland zu sein, ein vielfältiges Land zu sein, der auch die Solidaritäten darüber aufbauen muss. Immer wenn wir über Einwanderungsland sprechen, dann sagen wir brauchen die Fachkräfte, aber nicht alle Geflüchtete von bestimmten Bereichen. Um Akzeptanz für Geflüchtete oder für die Werte zu schaffen, reden wir viel lieber über ukrainische Geflüchtete. Und das ist mir zum Beispiel letztens bei dem letzten Post der Bundesregierung aufgefallen, bei dem es um den Migrationspaket ging, dass man gesagt hat, ja, es musste gesteuert werden. Wir haben einige Entscheidungen getroffen, damit wir zum Beispiel ukrainischen Geflüchteten helfen können. Also das ist eine ganz strategische Kommunikation, in der wir eingehen, dass wir dann uns rauspicken, wo wir diese gesellschaftliche Konsens, gesellschaftliche Vielfalt oder Zusammenhalt, wie Sie es auch nennen möchten, kreieren und gleichzeitig an welchen Gruppen wir dann auch die Bedrohung sehen und ihnen dann auch nochmal diese Schuldzuweisungen und die Ungleichheiten über ihren Rücken ausspielen. Okay, kommen wir aber zu dem nächsten Punkt. Wie können wir es denn schaffen, über die Gruppen hinweg diese Solidarität und Bündnisse zu schaffen? Da müssen wir leider an unsere eigenen Nasen dann fassen und nicht immer wieder, wenn wir bedroht sind, dann in unsere Privilegien zurückfallen, sondern an die Strukturen rangehen. Wir müssen an den Denkmustern arbeiten, die den Rassismus, die den Ungleichbehandlung, die den Diskriminierung auch ermöglichen und da dran gehen und danach dann nochmal schauen, ja okay, wo haben wir dann nochmal Fehler begangen und in uns gehen und dann nochmal reflektieren, okay, Positionen hin und her, Demokratie muss es aushalten, dass Meinungen ausgetauscht werden, solange sie der Demokratie in seiner Basis natürlich nicht widersprechen, nicht antisemitisch sind, nicht rassistisch sind, nicht menschenverachtend sind. Gleichzeitig müssen wir aber auch diese Räume schaffen. Um nochmal zu Ihrer Frage zu kommen, ja okay, wo stehen wir, wo können wir sie dann auch gründen? Da habe ich mir eine Formel ausgedacht, der aus 5 R's besteht. Soziologen und Kommunikationswissenschaften in einer Person heißt das auch, dass man mit Formeln und mit Symbolen arbeitet. Zu Beginn muss man dann auch schauen, wo es Rassismus gibt und nicht nur sagen, da gibt es Rassismus, den müssen wir bekämpfen, den müssen wir auch bekämpfen und konsequent und nicht immer wieder, wenn Hanau passiert ist, wenn Halle passiert ist oder wenn andere Debatten zurückkommen. Und wir müssen das auch auf den gesellschaftlichen, aber auch auf den politischen Handeln ausrichten und dann auch immer wieder schauen, sind unsere Äußerungen vielleicht im großen Stil rassistisch. Dann müssen wir auch noch schauen, wo die Repräsentationslücken sind und nicht nur für migrantische Menschen, um ihnen mal Plätze zu geben und dann in der Demokratie noch mehr Sitze zu haben, der von dem Kuchen profitiert, sondern weil wir an die Demokratie glauben und dass die Demokratie einfach diesen Gleichheitsprinzip mit sich bringt. Und wenn wir erstmal so weit sind, dann müssen wir in die Räume schauen, in die Räume, wie wir hier sitzen, gleichzeitig wer nicht hier sitzt, aber viel wichtiger ist, wer in den Raum eigentlich reinlässt. Damit sind nicht nur die politischen Räume gemeint, damit sind auch Ihre Nachbarschaftstreffen gemeint. Und da können Sie gerade die Bündnisse knüpfen, weil Sie an der Kommune ganz nah sind. Die letzten Sachen sind die Reflexion und die Rekonstruktion. Dass man macht Fehler. Ich mache auch sehr
viele Fehler und bin nicht immer in meiner Sprache rassismuskritisch oder vielleicht auch nicht ungleichheitskritisch. Gleichzeitig gehe ich aber immer wieder in mir und reflektiere es, wie es dann beim nächsten Mal anders sein kann. Wie ich das nochmal rekonstruieren kann, um es nochmal anders machen zu können. Und gerade hier sind die politischen Parteien auch gefragt. Ja, natürlich machen sie auch Fehler, vielleicht in ihrer Außenkommunikation oder in ihrer Struktur. Gleichzeitig bauen sie darauf auf und sagen, ja, die Fehler haben wir jetzt gemacht, sorry, next round. Oder sagen sie mal, wo waren denn die Fehler und wie können wir sie nochmal rekonstruieren in einem anderen Kontext? Und das ist, glaube ich, die Formel dafür, dass wir auf Bündnisse wirklich intersektional denken können und nicht sagen, ja, jetzt ist in unserem Bündnis auch die Zivilgesellschaft, die migrantische Zivilgesellschaft, die Gewerkschaft drin, sondern dass wir auch schauen, wo sind die Ungleichheiten und sind alle auch in dem Raum. Vielen Dank. Herr Kahner, was ist Ihre Perspektive aus gewerkschaftlicher Perspektive? Ich meine, die Gewerkschaften haben ja nicht weniger Mitglieder als die politischen Parteien. Entsprechend divers, stelle ich mir vor, ist so eine Mitgliedschaft natürlich auch aufgestellt. Auch ne, etwas diverser vielleicht noch als bei politischen Parteien, was auch die Frage der Wertegrundlagen angeht. Wie gehen Sie in dieser riesigen Gewerkschaft der IG Metall damit um, wenn Sie sagen, wir sind Teil eines demokratischen Bündnisses, auf den und den Normen basierend, aber gleichzeitig haben wir auch eine Mitgliedschaft, die enorm divers ist, gerade in diesen Zeiten? Ich glaube, was notwendig ist, und das haben wir versucht, auch bei dem Gewerkschaftstag jetzt auszustrahlen in den letzten Wochen, dass wir auch erstmal bei uns selber anfangen und klar Position beziehen. Und wir haben eine neue Vorsitzende, Christiane Benner, die klar Position gegen rechts bezogen hat und gesagt hat, die IG Metall wird nie einen Frieden mit der AfD machen und wir werden immer dafür kämpfen, dass die Menschen, die momentan aus Angst und Verunsicherung rechts wählen, dass wir die zurückgewinnen. Aber es darf keine Anbieterei an rechts geben, an Rechtsorganisationen. Und da hat sie ganz klare Kante bezogen, obwohl wir auch wissen, dass Gewerkschaftsmitglieder die AfD wählen. Aber ich glaube, es muss jetzt auch dazu kommen, dass gesellschaftliche Gruppen, gerade was das Thema rechts betrifft, ganz klar Position beziehen und sagen, es gibt Brandmauern in diesem Land und die lassen wir nicht einreißen, ja. Der andere Punkt, glaube ich, ist auch, dass wir gemeinsam auch wirklich diese positiven Zukunftsbilder miteinander diskutieren müssen. Ja? Wenn wir alle auch in dieses Politikbashing mit reinfallen, ja? Wenn wir auch in diese Verteufelungsecke dann auch kommen, so nach dem Motto, es klappt ja eh nicht und es funktioniert nicht und es ist alles irgendwie im Elend geweiht, dann werden die Menschen am Schluss immer das Original wählen. Ja? Und das Original sind dann immer die Extreme. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass gerade wir auch als Gewerkschaften positive Zukunftsbilder vermitteln. Die Kunst besteht nur, diese Zukunftsbilder müssen für die Menschen glaubwürdig sein. Wenn auf der Schwäbischen Alb die Arbeitsplätze wegfallen, weil es keine Zulieferbetriebe mehr für den Verbrennungsmotor gibt, dann darf die Antwort nicht Intel in Magdeburg sein. Ja, weil das ist Theorie. Sondern da muss in der Region was passieren. Und ich glaube, das ist unser Ansatz, dass wir wirklich versuchen, in den Betrieben die Diskussion anzufangen, was können neue Produkte, was können neue Technologien sein. Wenn es in den Betrieben nicht funktioniert, dann müssen wir es in der Region diskutieren. Wir müssen es runterbrechen, dort, wo die Menschen sind. Und das, glaube ich, ist wieder eine Chance, was Gewerkschaften können, weil wir vor Ort relativ stark verankert sind. Und ich glaube, das müssen wir miteinander ausspielen. Und da muss man auch ungewöhnliche Bündnisse schmieden. Ja? Also wenn es darum geht, Branchen und Industrien zu verändern, dann ist auch ein modern aufgestellter Industrieverband, ein Bündnispartner, mit dem wir uns am Schluss in der Tarifrunde vielleicht wieder klopfen, wer kriegt wie viel Geld. Ja? Aber zuerst müssen wir diesen Konsens hinkriegen. Ja? Und es ist vollkommen richtig, früher waren Gewerkschaften auch Plattformen für den Dialog mit den Parteien. Auch das ist was wir uns wieder vorgenommen haben, weil das ist der Vorteil von einer Einheitsgewerkschaft. Ja? Wir haben Mitglieder von den Grünen, von den Schwarzen und von links und von der SPD. Ja? Also von dem her, die Themen müssen wir wieder angehen. Was unser Leitstand eigentlich die nächsten Jahre sein soll, ist, dass wir wirklich überlegen, was können wir denn den Menschen an positiven Zukunftsbildern vermitteln, die glaubwürdig sind, die greifbar sind für die Leute vor Ort, im Betrieb, in den Branchen, in den Regionen, weil wir eigentlich fest der Überzeugung sind, die Menschen sind bereit zur Veränderung. Wir müssen sie aber dort abholen, wo sie leben, wo sie arbeiten. Und es muss vor Ort diese Veränderung stattfinden. Das ist teilweise momentan auch eine Schwierigkeit. Wir haben viele Bündnisse auf Bundesebene. Die haben alle ihren Wert. Also wenn ich unsere Zukunft der Industrie nehme, wo wir viel
mit den Arbeitgebern machen, um das Thema Industrie nach vorne zu bringen. Aber damit organisieren wir Rahmenbedingungen. Wenn wir Bündnisse machen zum Thema Mobilität der Zukunft, dann entstehen da tolle Papiere. Aber wenn ich ehrlich bin, interessiert das unbedingt einen vor Ort im Betrieb? Nee. Ja, die Kunst besteht dann wieder, diese Papiere runterzubrechen oder diese Bündnisse, die wir auf Bundesebene haben, in die Region zu verpflanzen, ja, und zu sagen, es gibt eine IG Metall vor Ort, es gibt aber vielleicht auch einen Proban vor Ort und andere Organisationen, Naturschutzverbände vor Ort, die Sachen wieder in die Region zu transportieren. Das ist, glaube ich, was wir machen müssen. Wir machen zu viele Bündnisse auf Bundesebene, die wir nicht verankert kriegen in der Fläche. Ja. Vielen Dank. Auch für dieses konkrete Beispiel, was eine Gelingensbedingung auch für Bündnisse sein kann. Und das will ich auch den Rest der Runde noch mal kurz fragen. Haben Sie, können Sie sich an ein Beispiel erinnern, wo auch Ihnen mal ein vielleicht ungewöhnliches Bündnis gelungen ist an einer Stelle und was dafür eine Gelingensbedingung war? Ja. Das würde ich gerne mal sammeln, falls es da Ideen gibt. Ich habe keine bestimmte Rede. Ich würde ganz gerne die Bedeutung der Zukunftszuversicht noch mal unterstreichen. Weil wenn man drüber nachdenkt, ist doch eine wesentliche Triebfeder des Fortschritts, dass wir alle sagen, unsere Kinder, unsere Enkel sollen es mal besser haben als wir. Und wenn die, und jetzt kommt natürlich die Definition, was ist besser? Klar, und dann haben wir eine Diskussion, die nicht nur aufs Geld guckt, sondern auf allgemeine Lebensbedingungen etc. etc. und nicht auf Kosten anderer und so weiter. Eigentlich sind doch alle, die in der Politik sind oder sollten es sein, in irgendeiner Form mit einer Vorstellung unterwegs, Dinge, die sie vorfinden, ein Stück weit zu verbessern. Sonst bräuchten sie ja nicht Politik zu machen. Aber was wohl fehlt, ist von diesem Klein-Klein sozusagen auf ein großes Bild sozusagen umzuschalten, wo nachher die kleinen Maßnahmen sich einordnen lassen. Also wir erleben Politik ja auch viel wie so ein Puzzlespiel. Jeder legt mal so ein Teil auf den Tisch. Und man hofft, dass die Politiker wenigstens wissen, wie das ganze Bild später mal aussehen soll. Aber da kann man auch seine Zweifel haben und schon gar nicht wird es in die Gesellschaft übersetzt. Erfolgreiche Bündnisse, also Sie haben mich ja hier eingeladen für die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Wir haben uns nach den gefälschten Wahlen in Weißrussland, besonders in Belarus, besonders für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingesetzt, die rausgegangen sind, die hier im Universitätsbetrieb untergebracht werden mussten, die aber nicht alle in dem westlichen Wissenschaftsbetrieb wettbewerbsfähig sind, wo man dann auch Verbindung in die Wirtschaft gewinnen muss. Also man ist dann auch als so eine Wissenschaftsgesellschaft angewiesen darauf, dass man Partner findet, die sich dann mit ihren Möglichkeiten der gleichen Aufgabe widmen. Und natürlich sind auch immer jetzt für die DGO die Parteien im Bundestag ein potenzieller Bündnispartner, wenn es eben darum geht, wie gehen wir jetzt mit geflüchteten russischen Wissenschaftlerinnen um, was ist mit der Ukraine etc. etc. Also das ist jetzt ein kleiner Bereich, wir sind auch nur 1000 Leute, jetzt nicht unbedingt für große gesellschaftliche Bündnisse sprechen, aber so funktioniert es natürlich auch. Und ich glaube auch, wenn ich mir jetzt anschaue, ich glaube, ich habe das ja auch damals richtig verfolgt, diese Idee, die Grünen als Bündnispartei. Das habe ich auch ein bisschen so verstanden, dass man eben versucht, gesellschaftliche Interessengruppen auch einzubinden, an die politische Arbeit, an Entscheidungen näher heranzuführen und ihnen auch Türen zu öffnen, zu denjenigen, die jetzt bei den Grünen irgendwo in Parlamenten sitzen, etc., etc. Das muss eigentlich jede Partei machen. Und ich sage mal, wenn wir das besser täten, und zwar auf allen Ebenen, angefangen in der Kommune, also die Politik fängt nicht erst in Berlin an, sondern angefangen auf der kommunalen Ebene, dann hätten wir auch einen Teil, da bin ich fest von überzeugt, der Politikverdrossenheit weg. Ja, und es hieß für uns auch immer, Brücken zu bauen, weil das ist ja auch eine Rolle. Ich meine, Parteien sind sozusagen in einem repräsentativen System eingebunden, aber auch eine meinungsbildende Funktion zu haben und dabei Brücken zu bauen, nicht nur darüber selbst sozusagen die bestmögliche Expertise einzuholen, sondern wirklich auch Gruppen zusammenzubringen, miteinander zu verbinden. Ne? Und ich glaube, dass du da gerade einen unfassbar wichtigen Punkt angesprochen hast. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion, wo es um das Thema Blue-Green-Color-Alliance ging, also wie bringt man eigentlich das Thema Arbeits-
ne, Arbeitsplätze, das Thema Ökologie zusammen und was kann man tun. Und da habe ich so ein paar Dinge aufgezählt und gemerkt, eigentlich haben wir schon ganz viel davon in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass daran nicht gearbeitet wurde in den letzten Jahren, dass niemand auf diese Ideen gekommen ist. Wir haben jetzt das Wir fahren zusammen Bündnis von den Fridays und der Verdi, wo es um das Thema Arbeitsplätze im ÖPNV geht. Wir hatten immer wieder Aufrufe mit dem Paritätischen zusammen und NGOs und Gewerkschaften zum Thema Klimageld. Aber, und das muss man, glaube ich, ehrlich sagen, es ist in der Lebensrealität der Menschen unfassbar wenig angekommen. Sondern genau das Problem, das du beschrieben hast, es gibt eine Petition, die hat vielleicht viele Unterschriften, es gibt einen Aufruf, das kriegen wir mit, es gibt noch eine Social-Media-Aktion. Aber ich glaube wirklich, das sollen ja nicht nur Punkte der Rezeption sein, sondern eigentlich Punkte der Organisierung, wo sich Menschen bei sich vor Ort über dieses Thema auch organisieren. Und ich glaube, da haben wir auch eine Rolle als Partei, der wir vielleicht auch besser gerecht werden können, als wir es in den letzten 2 Jahren nochmal haben. Weil wir haben jetzt diesen Wechsel in die Regierungspartei gemacht und das war unfassbar aufregend, anstrengend, aufreibend, manchmal auch ganz großartig. Aber mir ist doch häufig aufgefallen, dass dieser Punkt, dass wir eine Partei weiterhin sind, die unglaublich stark vor Ort wirkt, die 126.000 Mitglieder hat und dass eben das, was die Partei nicht nur das macht, was wir in der Bundesspitze für Äußerungen von uns geben und Presseinterviews, sondern dass wir auch diese Mobilisierungsarbeit, diese Organisierungsarbeit, der Ort der politischen Debatte vor Ort zu sein. Ich glaube, das ist eine riesige Aufgabe, zu zeigen, dass man das auch als Regierungspartei schaffen kann. Vielen Dank. Wir haben noch 5,5 Minuten und ich würde gerne eine Abschlussfrage stellen und mit Herrn Polenz anfangen, da er nämlich direkt zum Zug muss, aus grüner Sicht kann ich sagen, vorbildlich, und wirklich um Punkt 6 Uhr los muss. Ja. Meine Abschlussfrage, und ich würde Sie bitten, das in einem Satz zu beantworten, das ist immer natürlich eine besondere Herausforderung, ja, okay, wenn es 2 werden, können wir darüber reden. Sie haben gerade auf mehreren Ebenen über die Bedeutung von positiven Zukunftsbildern gesprochen und auch von Zukunftsmut, gerade in diesen krisenhaften Zeiten. Das ist für uns ja auch der ganze Impuls für diese Zukunftswoche gewesen. Und deswegen ist die Frage ganz einfach, was gibt Ihnen Zuversicht, dass Demokratie Zukunft hat und dass die Zukunft demokratisch gestaltbar ist? Herr Polenz. Also für mich ist es ein erstaunliches Engagement junger Menschen. Man muss nur genauer hinschauen, die sich mit unglaublichem Einsatz, allerdings leider überwiegend jenseits der politischen Parteien, für gesellschaftlich, öffentlich wichtige Angelegenheiten einsetzen. Und wenn es die Parteien noch schaffen würden, ein bisschen was von dem Potenzial in die eigenen Reihen zu kriegen, dann wären wir gar nicht bange. Vielen Dank. Frau Nergis. Ich mache mal weiter. Sie haben, glaube ich, bei mir gespickt, nämlich mir gibt... Gut, dass wir das klargestellt haben. Als Wissenschaftlerin und Praktikerin und vor allem als eine Interessenvertretung, Vertreterin hier an diesem Punkt, gibt mir auch genauso die Jugend am meisten Zuversicht, mit denen wir in Politikakademie der Vielfalt eines unserer Projekte, aber auch Young Up zusammenarbeiten. Und das sind migrantisierte, rassifizierte Jugendliche, die trotz der die mit ihrer Resilienz, trotz den Schwierigkeiten, die sie in der Gesellschaft erleben und die Unterrepräsentation, die sie in allen politischen Gremien erleben, mit so einer Kraft, mit sowas von Extrameilenlust dann auch trotzdem die Hälfte von dem erreichen, was die anderen nicht erreichen können, trotzdem aber da dran sind, das gibt mir jeden Tag Zuversicht und ich bin unendlich dankbar, dass es sie gibt und wo ich mir denke, über die Sachen, die du geforscht hast, wird einige dann auch total fällig sein, wenn die mal dort angekommen sind, wo wir sie brauchen. Vielen Dank. Und auch nochmal ein Dank an Herrn Polenz. Eine gute Fahrt wünschen wir Ihnen allen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Herr Kerner. Ja, ich bin fest überzeugt, dass Demokratie auch im Betrieb erlebbar ist. Wir haben im Endeffekt starke Betriebsräte, wir haben starke Mitbestimmungsstrukturen in diesem Land. Und Menschen, die im Betrieb merken, dass Mitbestimmung, Demokratie und Teilhabe auch auf der betrieblichen Ebene funktioniert, die werden, bin ich fest überzeugt, nicht außerhalb des Betriebs Demokratie ablehnen. Ja? Sondern ich glaube, es muss einfach spürbar und erlebbar sein. Deswegen auch unsere Initiative ja auch mit den Regierungsparteien, wir sagen, wir müssen auch Mitbestimmung nach vorne hin letztendlich verstärken, vor allem was den Umbau betrifft. Wir haben starke Mitbestimmungsrechte, wenn es um das Thema Schutz geht, aber nicht um das Thema Gestalten. Ja? Und deswegen bin ich fest überzeugt, wer Demokratie im Betrieb erlebt, der wird Demokratie außerhalb des Betriebs auch verteidigen. Okay.
wenn ich dazu eine kurze, lustige Anekdote erzählen darf. Ganz, ganz kurz, weil ich vorher auf dieses Gewinnen und Verlieren, wir hatten mal ein Interview vorbereitet und ich hatte mir vorgenommen, das Thema Tarifbindung, Tariftreuegesetz zu setzen. Ganz wichtig für Leute im Osten, unglaublich wichtig, was eine soziale Frage angeht. Davor hatten wir mit dem Interview geredet, meinten, wir würden das gerne als Thema setzen. Und ich meinte so, ist die FDP dagegen? So, nö, eigentlich nicht. Ja, dann wissen wir nicht, warum wir darüber berichten sollen. Also vielleicht sollten wir bei manchen Debatten, die wir gerade geführt haben, auch die Medien noch mal mit in die Verantwortung nehmen. Aber was mir Hoffnung gibt, manchmal das ganz große Abstrakte, also ich meine nach wie vor, dass die Menschen der Ukraine, weil sie sich entschieden haben, in Freiheit zu leben und auch weil sie sich entschieden, Teil von Europa sein zu wollen, dort weiterkämpfen. Ich finde, das bleibt, auch wenn es manchmal gerade aus der Öffentlichkeit ein bisschen rausdrängt oder nicht mehr so zentral ist, ist das einfach Wahnsinn und gibt immer Hoffnung. Und manchmal ist ganz konkrete, ich war dieses Jahr der schwarzen Pumpe, der LEAG, also im Kohlekraftwerk im Osten zu besuchen. Ich habe dort die Kommunen getroffen. Spremberg aus Brandenburg, 20.000 Einwohnerinnen, glaube ich. Spreetal aus Sachsen, 2.000 Einwohnerinnen. Die machen dort ein neues Innovation Lab, wo die versuchen, neue Unternehmen anzusiedeln. Weil sie sagen, wir wollen auch in Zukunft die Energie produzieren, aber wir wissen, es wird nicht mehr die Kohle sein. Und ich glaube, das schafft auch Vertrauen vor Ort. Das heißt, am Ende muss man, glaube ich, sagen, Hoffnung ist nichts, was uns passiert, sondern Hoffnung ist was, was wir machen müssen, was wir schaffen müssen. Ganz herzlichen Dank. Mir hat das jetzt viel Mut gemacht, Ihnen zuzuhören, diese Stunde mit Ihnen zusammen zu verbringen. Und im Sinne des Themas der Konferenz nochmal, ne? Die Zukunft in der Demokratie und auch dieses Panels, bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam in dieser Art von Setting, die wir jetzt hier auch versucht haben, zumindest ansatzweise zu repräsentieren, die liberale Demokratie eben nicht nur verteidigen, sondern auch stärken können und in die Zukunft bringen können. Ich denke, es ist wichtig, sich mal klar zu machen, kein anderes politisches System als die liberale Demokratie kann in vergleichbarer Weise die Menschenwürde jedes und jeder Einzelnen gewährleisten. Das ist immer noch die absolute Grundlage unseres Gemeinwesens und unser gemeinsamer politischer und gesellschaftlicher Auftrag. Ich will auch noch mal zum Ende ein Zitat von Luisa Neubauer hochholen, was sie heute Morgen gesagt hat, ja, und was ich einfach gerade mit Blick auf die Klimabewegung bemerkenswert fand. Luisa hat gesagt, gerade jetzt müssen wir radikal zuversichtlich werden. Das fand ich schon einfach ein bemerkenswertes Statement, ja, dass es Zeiten auch der Krisen und der Unsicherheiten sind, in denen die Zuversicht eben nicht fehlen darf, sondern umso mehr gebraucht wird. Damit darf ich diese Konferenz nun beenden und damit auch die Zukunftswoche der Heinrich-Böll-Stiftung beenden, unser neues Format. Wir hoffen, wir konnten Sie alle inspirieren und Ihnen auch ein bisschen Zukunftsmut machen, dass die Zukunft eben demokratisch gestaltbar ist. Vielen Dank. Und ich möchte noch mal ganz herzlich dazu bitten, auf Ihren Stühlen finden Sie kleine Kärtchen und auch am Ausgang mit dem Evaluierungssheet. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Ja, also die Meinung von Ihnen, wir werden nächste Woche eine sehr intensive Auswertung machen. Bitte nehmen Sie teil. Ja, je mehr Perspektiven wir auch haben, wie wir unsere Arbeit besser machen können, desto besser für uns. Da ist dann die QR-Code drauf und Sie können, es dauert auch nur ganz wenige Minuten, digital teilnehmen. Ich möchte darauf hinweisen nochmal, dass diese Konferenz natürlich, es wurde auch schon mehrmals gesagt, eine wirklich gewaltige Teamleistung ist innerhalb dieser Stiftung. Und ich möchte einzelne Menschen, von denen ich jetzt viele benennen könnte, gar nicht herauspicken. Aber wenn wir von breiten Bündnissen gesprochen haben, kann ich nur sagen, in der Heinrich-Böll-Stiftung war das für uns auch ein Experiment und ein Versuch, wirklich die Auslandsabteilung, die Inlandsabteilung, das Studienwerk, also ein ganz großes, breites Bündnis für die Zukunft der Demokratie ins Leben zu bringen. Und ich kann nur allen Kolleginnen und Kollegen aus der Stiftung einen Riesendank aussprechen, dass sie sich auf diesen Weg mit eingelassen haben, dafür gekämpft haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an erster Stelle. Und ich bedanke mich auch bei dem wunderbaren Team des EUREF Campus hier für die professionelle Zusammenarbeit und die technische Begleitung vor Ort im digitalen Raum. Ich muss sagen, wie am Schnürchen, ja, wenn Sie mal einen Raum buchen wollen, wir können es weiterempfehlen. Ich möchte mich bei den wunderbaren Referentinnen und Referenten, natürlich auch Ihnen, bei diesem Panel nochmal speziell bedanken. Und nicht zuletzt danke ich Ihnen allen für die Teilnahme hier vor Ort im digitalen Raum. Mit Ihnen zusammen letztlich
gestalten wir diese Veranstaltung. Ohne Sie ist das alles nichts. Wir hoffen, Sie können was mitnehmen. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf die nächste Gelegenheit. Alles Gute.